Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft Kingdoms. Ja, es gab einen Crash, darum habe ich die Aufnahme nicht beenden können, also mit einer Abmoderation. Und aber haben gleich mal gute Zeit gehabt zum Beenden. Deshalb kommt jetzt der neue Part gleich. Wir haben ein paar Probleme gehabt mit dem Austauschen der Items. Deswegen hat das ein bisschen nicht gecheckt. Eventuell gibt es jetzt wieder die Probleme. Oh, das hat aufgehört. Können wir dann auf jeden Fall ausprobieren. Gleich. Und auch den Baum mal entfernen. So. Machen wir mal das weg und bauen uns hoch wieder mit dem Holz. Geht. Es geht. Okay. Ist nur eine Folge so. Eventuell, wenn so Bugs kommen, dann müssen wir auch kurz raus aus der Welt. Also aus dem Spiel. Aus der Spielwelt. Sozusagen. Und dann wieder rein. Ist ein bisschen umständlich, ich weiß. Aber das ist halt bei einem Mod, der nicht so ausgereift ist. Wurde zwar schon erweitert, natürlich wurde erweitert, aber halt an den Ecken, wo es halt nicht so nötig ist. Aber das ist ein freier Modder und ja, sozusagen freie Mod machen halt Fehler, weil sie auch nicht so viel in Zeit investieren wollen oder müssen und solche Sachen. Leute, moddet nicht so. Also moddet bisschen kontrollierter sozusagen. Dann kommen nicht so blöde Mods raus, die man eigentlich in die Mülltonne kloppen kann, weder weil es hat irgendwie nicht funktioniert, lange zum Laden braucht oder ja. Auf jeden Fall, wenn ich mal anfange modden, dann mache ich natürlich sehr gute Qualitätsprüfung. Das ist mir schon wichtig, dass dann die Leute, die meinen Mod downloaden wollen, nicht gleich ausrasten oder so. Oder gleich wieder weggehen. Mod. Einfach ignorieren dann oder so. Da ist ein Sumpf. Oh, blöder Lavasee. So, im Sumpf haben wir auch wieder diese Seen und ganz viele Tier, Insekt. Wir rennen mal ein bisschen. Müssen ein... Ja, Minecraft ist wieder gecrashed. Scheinbar hat es ein Problem beim Generieren von Extreme Hills. Aber ich sehe kein Extreme Hills Biom. Ja, sonst müssen wir die Welt wieder verlassen. Ist nicht so gut. Da haben wir irgendwie eine Wiese, eine Drecklandschaft. Ja, so Dreck und Bäume. Komisches Biom. Jo, die Welt ist kaputt. Wir müssen uns zurückportieren und sie verlassen. Weil hier ist das Biom dann. Und scheinbar macht es immer Probleme, wenn ein Biom generiert wird. Gehen wir wieder zurück. So. Schauen wir mal in den Ordner, ob wir dann eine gute Welt hinbekommen. Sonst muss ich halt, ja, müssen wir halt den Wald hier fällen. So, es wird Nacht bald. Mal Sachen hin, die Kisten legen. So. Mal die Sachen hier rausnehmen. Ich bräuchte dann noch eine Kiste. Für mehr Schriftrollen.
So. Also. Ja, Sortierordner. Navy, Teal, Color, Black, Color, Full, Length, Doppel, Length, Olive, Color, Restriction, natürlich Enable, Season, Forest, Woodland, Endstern, Block, Lava, ja, Woodland, Scrubland, Season, Forest, sind also alles nicht die Biome, die wir brauchen. Nehmen wir mal ein Seasonal Forest. So. Da legen wir hier rein. Dann können wir mal alle Sachen hier rausnehmen. Und in die obere Kiste tun. Der ist es. So. Und eine neue Welt machen. So. Wir brauchen noch die zwei Seiten. Gut. Wie schreiben wir das? Sie haben alle. So, gut, dann haben wir das. Dann können wir die Seite hier rausnehmen, also das Buch. Und das andere Buch noch machen. Was brauchen wir noch? Es ist Leder, gell? Leder. Habe ich das wieder zurückgelegt? Haben wir jetzt das Leder hingetan? Ich brauche doch das Leder. Hallo? Ist das hier drin irgendwo? Da oben. Stimmt. Brauchen doch Leder auch hier. So. Jetzt bitte ohne Löckskull. Ohne irgendwie Probleme. Danke. Dieses was. So, dele. Regen. Aber es regnet irgendwie immer bei der Weltgeneration. Das ist kein Seasonal Forest. Aber etwas Ähnliches. Obsidianhimmel. Beziehungsweise Obsidian-Decke. Okay, ah, das ist nicht so gut, das Spawn, hä? Das hat gar nichts zu tun mit Seasonal Forest. Was ist denn los? Vielleicht ist er oberhalb des Obsidians. Aber wieso haben wir jetzt so viel Obsidian? Für was brauchen wir Obsidian? Hier könnten wir fischen. Ja, das ist gefährlich hier. Ich will mal kurz etwas nachschauen mit dem Kreativmodus. Weil wir die Welt gleich wieder verlassen. Einfach nur kurz schauen, ob das wirklich da oben ist. Ja, und es leckt auch sehr. Ist nicht da oben. Aber da ist Schnee. Ja, toll, das hat uns betrogen. Wieso leckst du so? Was ist jetzt schuld daran? Der Regen? Nein, ich habe das Ding vergessen. Komm schon. Wegregen. Ich hoffe, der Regen geht weg wegen der Biomkontrolle.
Modifikationskontrolle. Nö, gar nicht. Naja. Mal kurz den Kreativmodus wieder weg. Alles in Zeitlupe. Und wieder raus. Dann haben wir wieder eine Schrottwelt. Gibt es eigentlich nur noch Schrottwelten? Ah, das geht einige Zeit. So. Aber es geht nicht, ja. Das ist fest im Buch verankert. Ah, da geht hier gar nichts mehr. Kurz aus, rausgehen, wieder rein. Ah, was hat Minecraft für Probleme, wenn es viele Höhlen und so gibt? So, jetzt ist direkt noch was. Yeah, geschafft. Geschafft. Gut. Ja, das war eine Fail-Welt. Also, dann fangen wir an mit dem Holzen einfach dort. Ja. Mit einem FPS kann man auch nichts machen. Ah, Overworld, komm. Erscheine. Also einen kurzen Moment. So, ich lockte mich kurz. Also ich machte das Video weg und ging aus der Welt. Und als ich wieder reingekommen bin, war ich hier. Oh. Also, auch Fail-Welt. Naja, wir werden wahrscheinlich den Mod enden. Ich weiß aber, ich kenne die anderen Mods nicht mit den Welten generieren, dann ist es schwer. Ja, wir haben jetzt einfach dieses Holz hier und müssten irgendwo dann. Wir könnten hier eigentlich die anpflanzen. Hier haben wir schon mal Birkenholz angepflanzt, als wir das Haus gebaut haben. Gut, dann können wir auch die Decke bald fertig machen. Ja, dunkles Holz werde ich nicht benutzen, weil das ich dann bei den Piraten und bei den, ja, eventuell bei den Japanern oder so machen werde, benutzen werde. Aber nur für irgendwie, ja, mal schauen, für eine Burg oder so etwas. Und für kleine Hütten sieht das am besten aus, also nach japanischem aus. So. Also, pflanzen wir die Bäume an. Das Ganze auf normale Art und Weise. Ohne Luxus. Luxus ist uns nicht gegönnt. Das ist schade. So. Diese Gräser könnten wir eigentlich abbauen. Das ist keine Prärie, das ist Grasland. Das ist eine Ebene, oder? Ja, Ebene. Plains. So. Okay. Ja, fangen wir an mit dem Ding im nächsten Part. Sonst haben wir keins mehr. Hier, der Boden könnten wir aus dem machen, das nehmen wir mit. Und ja, ich werde den Rucksack noch entleeren. Und ja, vorläufig mal noch nicht im Keller weitermachen, weil eben uns noch Material fehlt. Auf jeden Fall müssen wir bald noch minen wieder. Für die Kisten. Und ja, mit den Carpenter Blocks eigentlich auch anfangen. Da können wir eigentlich das Beacon Holz
brauchen. Das machen wir noch kurz. Eine Workbench. Und zwar messen wir das, glaube ich, so. Oder mit den Sticks. Ja. So, und wenn wir die so machen, ist eine Luke. Auf jeden Fall zwei Türen. Wir eins machen. Geht nicht. Ja, dann müssen wir nachschauen. Ich möchte nämlich noch die Türen, Zahlentüren machen. Add Carp. Die Zahlentüren sind da. Aha. Ja, machen wir 4. So, und ja, Fliesen, Bett. Ja, ich denke, sonst brauchen wir nichts. Also vielleicht Barrieren, hä? So, den Rest der Carpenter-Blocks nehmen wir mit. Oder machen gleich mal nochmal so ein bisschen. So. Gut. Also, die da lege ich rein. So, machen wir das weg. Okay, ja, kurz schlafen. Dann schauen wir mal, wo wir das machen werden. Oh, ist die Welt nicht richtig generiert? Och, das ist aber schade. So ist das so? Da hat man gar keinen Überblick mehr. Also sind wir einfach am falschen, weil es ja zu ist, ist es unterirdisch. Also, dann, ja, denke ich, werden wir das hier machen. Da ist es schön flach. Und auch so ein bisschen eingebergt, also so ein bisschen bergering so. Ja, werden wir am besten dann dort einen Waypoint machen. Da müssen wir hier hin. So. Und, ja, können dann auch eine Westen oder irgendwas so Amerikanisches dann auch in der Savanne machen. Dann machen wir ab dort das amerikanische Reich sozusagen. So. Ja, wir sind richtig. Da darf ich jetzt endlich anfangen, richtig bauen. Macht richtig Spaß. Aber wir brauchen halt einige Zeit, bis wir so etwas machen können. War auf jeden Fall das Hauptprojekt in diesem Let's Play. Oh, da haben wir noch schöne Berge. Schöne Hügel, die komisch generiert werden. So. Das ist eine richtige Cowboy-Siedlung machen wir jetzt. Wie groß sie wird, müssen wir dann halt schauen, wie unser kreatives Erschaffen, also so, ja, wie viel unterschiedliche Sachen wir machen können, Häuser und so. Bevor wir es dann wieder wiederholt. Aber ich denke auf jeden Fall recht viele Gebäude. Ja, hier.
Muss ich jetzt schauen. Ja, auf jeden Fall werde ich hier mal da Waypoint machen. Western. So. Und zwar möchte ich anfangen mit dem mit der Gas, also mit der Bar und ja, Salon sagt man, oder? Dafür brauchen wir genug Platz hier. So, schau gerade, kann ich das noch wegmachen, oder? Ich will es schon irgendwie mittig haben. Ja. Da ist ein Spawner. Wenn wir das hier machen. Hier. Dann müssen wir eigentlich das Sand hier auch noch wegmachen. Dann haben wir das hier und dann können wir den Weg hier durchmachen. Ja, komm, machen wir den Weg, den Sand hier noch weg. Und ja, dann machen wir das so ein bisschen hier in die Ecke, dass der Weg noch schön viel Platz hat. So. Wie groß wir das machen werden, ja, hängt vom ja, von der Küche zum Beispiel noch ab. Ja, ich werde die Küche nicht so groß machen wie zum Beispiel in einem Westernfilm oder so. Aber es war auch nie so richtig Ding. Also die Westernfilme, die hatten immer so voll viele Sachen, aber eine kleine Küche. Und oder man sah sie nie. Und das ist ein bisschen unrealistisch. Die Leute wollen ja auch etwas essen dort. Also ob es eine Küche nur für Bier, also für Whisky brauchen. So, schauen wir nochmals auf die Map. Hier, ja, sonst müssen wir halt den Berg hier noch ein bisschen abtragen, wenn es dann zu wenig ist. Aber für jeden Fall im nächsten Part beginnen wir mit dem Salon. Und ich schaue, wie gut das wird. Also ich habe schon recht viel nachgedacht, was so also wichtig ist im Salon. Und ja, sei gespannt. Auf Wiedersehen. Tschüss.